Ankunft morgens um 6 in Dubai und ich dachte immer nur, der Flughafen sei um Mitternacht voll, aber das war wohl ein Irrtum. Er ist also auch um diese Zeit knackvoll. Ist ja der helle Wahnsinn. Ein dichtes Gewühle überall. Morgens um 6. Ist ja fast voller als nachts. Das ist dieser ewige Weg hier rüber in die Ankunftshalle. Dann kommt man hier an. Oh oh. Lange Schlangen, lange Schlangen. Bis hinten hin. Oh oh. Das sieht richtig voll aus. Ich glaub's ja nicht. Alles voll, riesenlange Schlangen, bis vorne hin. Auch hier ist die nächste Schlange. Es gibt nur eine, wo keine Schlange gibt. Auch hier sind die, ist die Schlange für die Business Class Passagiere. Die ist ja auch ewig lang bis vorne hin. Es gibt nur einen Ort, wo es keine Schlange gibt. Und das ist hier, am berühmten E-Gate. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das klappt. So, also ich gehe jetzt einfach mal hin. Ich halte jetzt mal mein Kärtchen hier drauf. Ja, das Türchen geht auf. Jetzt gehe ich rein. Jetzt halte ich mein Fingerchen, ja, da ist es. Mal gucken, ob es klappt, da drauf. Thank you. In Dubai, das ist ja absolut cool. Dubai ist der einzige Flughafen, wo es einen Duty-Free-Shop nach der Ankunft gibt. Da gehe ich jetzt mal rein, mir noch ein kleines Bierchen holen. Ah, da gibt es auch schon wieder das berühmte chinesische Tsingtao-Bier. Da könnte ich mir eigentlich mal eine ganze Packung mitnehmen, auch wenn ich es hier nicht alles auftrinke. Denn wo kriegt man in Deutschland schon chinesisches Tsingtao-Bier? Also ich glaube, ist so schnell hier alles. Als erster durch in 10 Sekunden mein Tsingtao gekauft und schon ist mein Kopf. Also das ist fantastisch, dieser Airport in Dubai. Man hat noch nicht mal Zeit in Ruhe im Duty Free Shop was einzukaufen. Schon läuft das Gepäck hier rum. Aber ich bin natürlich der Erste hier. Da stehen noch nicht viele Leute, weil eben die Business Class Passagiere zuerst rauskommen. Also alles bestens. Jetzt gehen wir hier raus. Na, komm du Dick, sagt ein Dicker zum anderen. Wunderbar. Und jetzt hier, guten Morgen ihr Scheiche. Ah. So, Gepäck kurz durchleuchtet und jetzt geht es hier zum wunderbaren Emirates Chauffeur Drive. Genau. Da ist hoffentlich meine Limousine bereits fertig. Sieht alles ein bisschen langwierig aus.
So, mein geliebtes Dubai. Ach, hier sind noch Bauzäune. Aber hier wieder die große Platte von Emirates Autos. Genau, sehr schön. Da wird mein Gepäck schon eingeladen. Wunderbar, vielen Dank. Und jetzt sind wir wieder in dieser schönen Volvo-Limousine mit den Ledersitzen. Und jetzt geht's zum Hotel.